Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. So, letztes... Wir haben kein Alien mehr hier. Wollte nämlich gerade sagen, letztes Mal haben wir das Alien, samt mir leider, ins All geschossen, eingesperrt und... Ach, ich dachte, da könnte ich was drücken. Kann man gar nicht. Oh, okay, Entschuldigung. Also macht der Knopf hier gar nichts. Ja, und jetzt gehen wir natürlich zu Wade und versohlen den so richtig, den Hintern. Weil der uns einfach mal mit ins Aal geschossen hat. Da komme ich ja gar nicht durch. Ah, doch, ich habe eine Schlüsselkarte bekommen. Ah, alles klar. Alles klar. So, und jetzt müsste ich mich hier eigentlich vollkommen frei bewegen können. Ach, das ist doch hier ganz am Anfang. Hier, die Leichenhalle, da wo uns Alex das erste Mal getroffen und gesehen hat. Das heißt, zwischen den Leichen hier oben ist ein Speicherpunkt. Da laufe ich jetzt direkt mal hin, weil ich habe seit dem Alien-Schuss ins All nicht mehr gespeichert. Ah, speichern. So. Ja, ich bin glücklich. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Ah, gibt es jetzt hier vieles, was man eben jetzt mitnehmen kann, was man vorher nicht konnte? Weil wir haben ja jetzt den Plasmaschneider und... Ja gut, vielleicht gibt es jetzt auch Sinn, dass wir vorher immer Türen gesehen haben, wo wir vorher nicht durchgekommen sind, weil uns die Werkzeuge gefehlt haben. So, ich laufe jetzt so sicher hier rum. Eigentlich weiß ich nicht, ob das gut ist. Weil... Alien ist weg. So. Oh, das ist ein Aufzug. Können wir den Aufzug benutzen? Ich glaube, den müssen wir sogar benutzen. Hier ist noch irgendwas Interessantes. Soll ich da jetzt nochmal hinschauen? Oder ist das doof? Ach, da ist nochmal ein Speicherpunkt. Nicht, dass ich jetzt irgendwo hinkrebs, wo ich gar nicht hin sollte. Nee, das ist doch gar nicht... Die ist doch gar nicht auf. Ja, Strom wiederherstellen. Vielleicht kommt das erst noch. Alien ist ja weg. Irgendwie, das ist so ein befreiendes Gefühl irgendwie. Und, ja. Pumpgun. Ich hab... Oh, ja. Ladebildschirm. Ich habe glaube, gar keine Munition für die. Deswegen ist die, glaube noch ziemlich sinnfrei momentan. Und wenn mir jetzt ein Android blöd kommt, dann macht's kabumm. Ricardo hier. Sie haben's geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Ricardo, wenn du wüsstest, dass ich dir den Hals umdrehen will. Genauso wie Waits. Ja gut, aber sie hat recht. Er hat uns ja dann am Schluss doch noch rausgeholt. Aber er hat auch Alien rausgeholt. Das war nicht so gut. Und die ganze Station, die bricht einfach nur auseinander. Schick, schick. Aber wir nehmen... Wohl, Alien gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr. Komm. Nein. Danke. Boah, ich habe langsam so viel. Warum kann man das nicht in so einer Leiste haben? So, vier Schuss. Na, sind ein paar Bösewichte. Aber da muss ich doch durch, oder? Muss ich da nicht durch? Vielleicht tipp hier irgendwie rein. Weiß nämlich gerade nicht, wie soll ich... Na, ich dachte, ich laufe jetzt da einfach geradeaus weiter. Na gut, dann suchen wir uns mal ein. Ich war das. Aber da ist ein fettes Gitter, wenn ich da nicht... Ah, kann man hier durch? Tür verschlossen, okay. Hä? War hier nicht ein Aufzugschacht? Hä? Kapiere ich gerade nicht. Oder kann man die Tür vorne doch öffnen? Sollte ich vielleicht doch nicht so laut da sein gleich. So. Dann gehen wir in die Knie. Nein, in die Knie. Und dann wähle ich aber dann doch mal die da aus. Ah nein, nicht. Ich ver
vergesse mal. Ich muss R gedrückt schalten. So ist das viel schöner. Jawoll. Jawoll. Warte mal, was liegt da? Ein Sensor? Sensor. Na gut. Ja, ne, Sensor. Hat das noch jemand gesehen? Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Sehen Sie sich um. Wir sind in der Überzahl. Ja. Sie sollten lieber auf uns hören. Hauen Sie ab. Ein Eindringling. Da komme ich aber auch nicht durch. Hört doch auf, rumzuballern hier. Geh ich halt weg. Ich sehe aber keinen Weg. Wartet mal, bin ich jetzt... Da war mein Aufzug. Dann ist hier der große Raum. Und da komme ich nicht rein. Oder... Warte mal, was ist denn das überhaupt für ein Eingang? Das ist ja nicht ein normaler Schacht, oder? Strom... Ne, Tür verschlossen. Muss da das Putzding rein oder so? Brauche ich das Putzding oder so vielleicht? Oder konnte ich da jetzt irgendwie interagieren mit dem Ding? Nee, ne? Ich glaube, die treffen mich eh nicht, oder? Ja, ja. Können wir da irgendwas? Ne. Das hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass das Ding vielleicht da rein muss oder so. Hört doch auf, Mensch! Und die Tür? Öffnen Sie die Sicherheitsgitter der Galerie. Strom wiederherstellen. Ja. Ach, jetzt aktivieren. Oh Mann. Na gut, dann fahr mal. Vielleicht muss ich mit dem da reinschlüpfen oder so. Und ganz schön schnell das Ding. Ja, da rein. Und dann komme ich mit. Lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, weil der Eingang sah halt so ganz komisch aus. Und das Ding hat ja so schön geleuchtet. Also irgendwie war es leicht offensichtlich. Aber ich habe es halt nicht kapiert, weil ich nicht damit interagieren konnte. Wusste ja nicht, dass man erst eine Quest aktivieren muss dafür. So, dann geht's hier lang. Zum Glück ist alles so ein bisschen schön hell. Das ist ja gut, zack und dunkel ist es. Nee, geht, geht. Ja, ich glaube, jetzt sind echt so mehr die Menschen wahrscheinlich die Bösewichte. Aber wie gesagt, Alien ist futsch. Haben wir geschafft. EMP Volume 2. Sehr schön. Revolver-Munition ist auch gut. Können wir denn was bauen? Nee, ich habe so viel. Ich habe so viel Zeugs. Ja, egal. Dann bleibt das einfach alles hier. Da können wir Schalter, Hebel und S. Jawohl. Wait, wait. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Nach. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Richtig. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Ja, ich glaube, die Androiden sind jetzt meine Feinde, meine Gegner. Meine Albträume, die ich sowieso schon hatte vorher. Ich glaube, ich wünsche mir gerade das Alien zurück. Nein, tue ich nicht. Psst. Sag sowas nicht. Gut, wo muss ich denn hin? Hier hin. So, warum kann man nicht hier einen Lüftungsschacht hier rüber? Nein, wir müssen einmal komplett da. Ich glaube hier rein, oder? Zack, zack. So ungewohnt still. Wenn einer nicht da und über einem drüber rumkrebst. Alles voll. So. Ja.
Kiste fliegt da halbe Meter weit. Ah, das was zum Abspielen? Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht... Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußnoten zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herzzerreißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt. Eine Funkstörung bedeutet, dass sie alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Ja, ich dachte, ich laufe wenigstens ein bisschen rum, wenn ich so Dinge abhöre. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das fertig war. Ich habe da jetzt natürlich nur zugehört und nicht mitgelesen. Aber dann mussten die jetzt reinquatschen, also sorry, falls... ich weiß auch gar nicht, ob ich richtig bin, aber irgendwie kam ich aus diesem Bar-Restaurant-Dings nicht raus. Außer mit der Lücke. So. Ein Ausweis. Die werde ich sowieso nie alle finden. Ach ne, benutzen will ich nicht. Genial, einfacher, ha? Zack, komm, und, nochmal. Und, nochmal. Strom und Knopf drücken. Gehen Sie zum Marshall-Büro zurück. Jawohl. Was war... Was ist da oben? Was macht die Musik gerade? Was macht die Musik gerade? Kann ich da jetzt nicht da raus? Da müsste ich raus. Oh, da ist irgendwo ein Gegner. Zwei Gegner. Mensch oder Android? Ich habe keine Ahnung, wohin. Wohl, kann ich die Tür jetzt öffnen? Rausklettern? Ah! Nein! Da war auf jeden Fall gerade ein Mensch. Ein Mensch, kein Alien. Eins, zwei. Ah, das ist ein Android mit roten Augen. Das heißt, ich habe freies... ich habe die Lizenz zu schießen. So. Und kein Alien wird kommen. Fräulein, Mister. What? Nein, 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 nein! Warte, 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 lass mich! Nein! Sag mal, wie viel Kopfschüsse hältst du aus? Nein! Ich werde hier nie rauskommen. Nein, nicht bauen! Ausrüsten! Nein! Lass mich! Lass mich! Nein! Nein! Ich will das Ding schmeißen! Ich stell mich jetzt aber auch wieder saublöd an. So, lass mich erstmal raus hier. Ja, ja, ja. So, und jetzt kommt er. Ich hau euch die Schädel ein. So machen wir das. So, nicht anders. Regt mich nicht auf, sonst gibt's Ärger. Mann! Musik, bitte. Beruhige dich. Beruhige dich. So, ich gebe mir erstmal eine Spritze. Ah, da läuft noch einer. Da läuft noch einer. Was ist das? Ach, das ist gar kein... Ich dachte, das ist Gegner. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Freundchen, du hattest fast eine Kugel kassiert. Oh Gott. Oh Gott. Musik. Hör auf. Ich bin da. Keine Ahnung. Ei. Ei. Au!
Wer? Was? Warum? Hey, hör auf! Nein, ich muss nachladen! Nein! Komm her! So! Komm her! Wenn du was willst! Das ist alles voll! Gib mir deine Munition! Gib mir deine Munition, oder geht das nicht? Oh. Warum? Die Musik, die macht mich auch gerade richtig aggressiv hier. Oh, ich bin eigentlich ganz friedlich. Eigentlich schon. Und ich weiß nicht wohin. So, erstmal Ruhe. Oh, schön, Ruhe. Heißt es, ich muss hier durch und dadurch dann dahin? Also ich glaube ja fast, dass das so ist. Oh Mann, Mann. So, jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger hier. Nein, ich will. Könnten wir noch einen bauen? Ausrüstung. Ach, das ist Elektroschocker. Vorher waren die Medikits immer hier. Jawohl. So. Dann würde ich mir nämlich noch eins reinjagen. So. Voll. Und noch eins bauen. So. Gut. Musik. Bitte. Bitte lass es. Lass es einfach. Ja. Bist du freundlich? Na, der hat Schiss vor mir. Gut so. Guter Mann. Der ist tot. Genau. So ist gut. Schön Angst haben von mir. Richtige Einstellung. Richtige Einstellung. So. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Alien oder die Leute. Oh, warte mal. Muss ich da durch? Nee. Nee, muss ich nicht. Oder vielleicht schon, wenn da vorne wieder Sackgasse ist. Ich gucke aber erst hier. Ah, nee, ich glaube, hier ist Sackgasse. Ja, das sind schon wieder Affen. Ah, nee, es war grad... Ich glaube, das Alien war einfach berechenbar. Also, irgendwie. Menschen, die rennen einfach auf einen zu und schießen los. Wo war jetzt mein Durchgang? Schon wieder falsch. Ach. Dachte, da hinten geht vielleicht auch das Tor auf. Na gut. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nie, oder? Waits, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. So, also die Tür hier ist irgendwie zu. Also ich sehe auch kein Licht oder so. Aber ich muss da hoch. Dann gehen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Ach, die Röhre-Dinger da wollen immer hochgehen. Wer rennt da rum? Ja, Alien war irgendwie angenehmer. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber... Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das Alien nicht ein besserer Freund war. Besserer Freund und Feind. So. Okay, komm mal hier... Ne, die Tür ist auch zu. Ah, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Die Treppe kam ich ja gerade her. Warte mal, ich sollte das Ding öfter nutzen. Muss ich doch die Tür, die sah so unscheinbar aus. Oh, ja, dann such da mal weiter. Ach, ich dachte, die Tür ist einfach nur zu. Entschuldigung. Da geradeaus? Nee. Karte. Karte ist immer gut. Helfen tut's mir ja nicht wirklich. So, jetzt gucke ich mal. Hier ist zu. Die Stationstrennung
Sequenz ist nun abgeschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Oh Mann, eine Leiche? Was hast du dabei? Nichts von Interesse. Das ist ein Android. Da ist dicht, dann müssen wir hier warten. Nee, da ist ja auch dicht. Ich kenne mich schon wieder nicht aus. Was ist... Warte mal, gehen die Rolldinger da hoch? Da nicht. Da auch nicht. Kein Eingang. Warum nicht? Ich muss nach hinten. Ja, aber irgendwie geht's da ja nicht weiter. Ja? Ich weiß, dass ich nicht hier sein soll. Was habe ich denn doch? Ich hab richtig ausgerüstet. Oder kann ich noch eine EMP-Granate bauen? Ja. Zack, 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 zack. Schneller bauen. So, falls mich wieder ein paar überraschen. Oh, ich habe gar nicht... Ich habe alles verballert. Habe ich gerade Schaden bekommen? Also, die hat so gedingst halt. So. Schön leise. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es noch Androiden mit weißen Augen gibt. Beschließe ich jetzt einfach so. Waren vielleicht vorher noch ein paar nette unterwegs, aber ich glaube, im Jagdmodus sind jetzt alle böse. Hier geht's weiter. Ja, das ist halt diese Rolldinge. Ich bin es halt gewohnt, dass die Türen entweder das rot oder grünes Lichtchen haben. Aber ich bin es nicht gewohnt, dass die einfach nur grau und ja, Dings sind. Ausweiskarte. Die werde ich sowieso niemals zusammenbekommen. Omega, bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Omega, okay. Da ist zu, da muss ich gucken, ob ich hier reinkomme. Ich glaube, ich hoffe jetzt, hier ist keiner. Ah, ja, das ist halt das. Die Tür sah halt nicht aus wie eine Tür für mich gerade, wenn ich ehrlich bin. Stehst du noch da? Nein. Ich hoffe, da ist noch einer. Kann ich da rein? Kann ich? Nein, da kann ich nicht rein. Ist der tot? Ja. Flammenwerfer zu... Oh ja, gut. Brauche ich jetzt nicht mehr, oder? Tür auf? Na! Da ist auf. Eieieiei. Oh, speichern! Speichern. Oh Gott, sind es Schlafräume hier? Ich speichere jetzt erstmal. Erstmal speichern. Ja. Gut, gut, gut. Bah, ich glaube, das sind echt alles so Schlafkojen. Hey. Kellhaft. Ich glaube, da könnte ich nicht schlafen. Und da ist eine Tür. Müssen wir wahrscheinlich Tür verschlossen. Okay, ich dachte Strom herstellen oder so ein Käse. Oh, mitnehmen, mitnehmen. Und da ist ein PC. Sevastolink. Hey, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anesidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Sci-Tech-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen herum. Über alle Annehmlichkeiten, die Sie von einem Zuhause erwarten können. Ich. Unser hauseigenes Einkaufszentrum hat alles, was die Herzen der Besucher und die der Dauerbevölkerung begehren. Kannst du mal leise sein? Finden sich unsere Ordnungskräfte in Marschallhof, wo Sie rund um die Uhr für Ihre Sicherheit sorgen. Letztlich dienen die nach dem Gründer der Six Corporation benannten Josiah Six Sweden, in denen die auf der Station lebenden Arbeiter und Familien untergebracht sind und in deren Führungslogen reisende Geschäftsleute unterkommen. So. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Dann freigegeben Fehler und Audio. Und jetzt halt die Schnauze oben.
Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, ich werde hier speichern und dann suchen wir den Weg zu den Marshalls nächste Mal. Weil sonst wird es zu lang und ich weiß jetzt nicht, wir können hier, vielleicht dadurch. Und wir wissen, zwischen dem kleinen Stück könnten 30 Räume sein. Genau, gut. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.